Ja, hallo und herzlich willkommen zu Cube World. Ja, das ist ein relativ neues Spiel, ist jetzt erst seit 2 Tagen draußen und ist jetzt in der Alpha. Und ich habe es mir erstmal direkt gekauft. Es hat jetzt 2 Tage gedauert, bis ich es mir gekauft habe, weil irgendwie es doch sehr eine Überlastung war, hier dieses Spiel zu kaufen. Die ganze Zeit ist der Shop down gegangen und so. Und statt jetzt hier viel rumzuquasseln, fangen wir einfach mal an mit dem Game. Wir fangen erstmal ein neues Spiel an. Hier habe ich schon so einen neuen Charakter erstellt, den lösche ich jetzt aber wieder. Um nur mal kurz zu testen, wie die Aufnahme läuft während des Spiels. So, dann craken wir uns erstmal einen neuen Charakter. Ja, und da haben wir uns schon einen coolen, pixeligen Typen. Das Spiel ist eine Mischung aus Minecraft und World of Warcraft, soweit ich es gelesen habe. Und ich verfolge das jetzt auch schon ein paar Monate und oh, boah, bin ich ausgerastet, als ich gemerkt habe, dieses Spiel ist endlich released. Es ist zwar jetzt noch in der Pre-Alpha, ich weiß nicht, nee, es ist eigentlich die Alpha-Version. Ist relativ neu und ich denke mal, wir werden das jetzt hier blind zusammen durchleben. So, es gibt verschiedene Rassen, einmal den Menschen, den Elfen, den Hanswurst Dwarf. Ich glaube, das Spiel kann man auch auf Deutsch stellen, aber ich lasse es jetzt erstmal auf Englisch. Einen Ork, einen Goblin, einen Lizard, einen Undead, ein Frogman, what the fuck? Ja, und halt den Menschen. Ich werde halt den Mensch spielen, werde natürlich männlich sein. Dann gibt's noch die Klasse Warrior, so also ein Krieger, einen Bogenschützen, einen Magier, einen Dieb. Ja, und das waren eigentlich alle Klassen. Ich werde einen Magier spielen, habe ich mir so überlegt. Weil ich habe da so in den Videos gesehen, ja, kann man so später healen und so, und ich denke mal, das wird dann später, wenn wir dann irgendwann mal Multiplayer-Action zocken, wird das schon vom Vorteil sein, wenn wir wenigstens eine Mage haben, so. Dann gibt es hier noch verschiedene Faces. Ich werde das erste Face nehmen und dann noch verschiedene Haarschnitte. Dann nehme ich dir einfach den zweiten und gib mir mal eine braune Frise, weil ich in echt ja auch so braune Haare habe, ne? So, dann gibt es jetzt den Char-Yugach, den createn wir jetzt hier mal, und dann habe ich hier schon zwar eine Welt erstellt. Und ja, dann nehmen wir jetzt mal eine neue Welt. Zack. Mit unserem epischen Krieger Yugachi. Und hier muss eine Nummer drin sein. Und da werde ich die aktuelle Abonnentenzahl nehmen. Das sind 122, soweit ich mich nicht irre. Und die nenne ich einfach mal Let's Play. Und fange einfach mal direkt an. Jetzt wird hier die Welt created. Kann ein wenig dauern. Und ich entschuldige mich hierfür. So, da sind wir auch angekommen in Lands of Duralla. Wir sind jetzt hier irgendwo in irgendeinem Gebiet. Ich spiele dieses Spiel totally blind. Ich weiß nur, dass man auf F hier eine Lampe anmachen kann. Das habe ich jetzt beim Probieren schon rausgefunden. Ne, so sammle ich das nicht. Ach, so sammle ich das doch ein. Ah, mit E sammle ich das ein. Ein Ginseng-Root. Warte mal, ich versuche mal jetzt eben in den Optionen mal vielleicht die Sprache zu ändern. Ich weiß nicht, was das bringt. Hier. Language. Ist vielleicht das, was, wie laut die sprechen? Ich knall das jetzt einfach mal auf 50. Und würde sagen, wir suchen uns jetzt hier mal ein paar Dinge durch. Laufen wir mal ein bisschen hier durch die Gegend. Und ich erzähle euch mal ein bisschen zu dem Spiel. Also, das wird halt, ist halt eine Mischung aus Minecraft und World of Warcraft, wie ich schon angesprochen habe. Und, was kann man hier gerade so kaputt machen? Ah, den Pilz kann man einsammeln. Ah, oh, man kann Pilze einsammeln. Und ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Ich glaube, ich laufe einfach irgendwo lang. So, und gibt halt so ein bisschen RPG-Aspekte hier, wie mit Leveln, dass man verschiedene Level aufkommt und was man dann so da machen kann, das weiß ich nicht. Stirb, Chicken! Jetzt ist es verwirrt, er ist verwirrt. Töte das Chicken! Yeah, wir haben es besiegt. Genial! Wir haben jetzt irgendwas auf uns. Stirb! Bring ihn um, bring ihn um! Bring das Chicken um, bring das Chicken um! Und das ist wohl unsere starke Attacke. Und die ist etwas schwächer und dafür können wir die öfter einsetzen.
So, jetzt haben wir die besiegt. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Aber wir haben Leben verloren. Da, was sind das denn für süße Teile? Oh, will ich haben, haben. Ist halt wie bei Minecraft, die Map generiert sich immer weiter automatisch, wie man jetzt vielleicht schon gesehen hat, dieses Wupp. Und ist eigentlich so gut wie unendlich groß und... Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Ich muss fliehen, das Ding ist viel zu stark. Und jede Area hat so bestimmte Levelgebiete. Wie ich das auch schon rausgefunden habe. Ah, zumindest hat das ein Typ im Livestream gesehen, den ich heute in der Schule geguckt habe. Und ich muss erstmal vor dem Typen weglaufen hier. Und ich durchsuche jetzt erstmal die Gegend hier. Da war ein Mushroom, ja. Das kann gut sein. Hilfe! Ah, das da bedeutet zum Beispiel, wenn ich sterbe, dass ich hier wiederbelebt werde. Das habe ich schon rausgefunden. There's nothing special! Okay. Die haben auch keine richtige Sprache, habe ich jetzt gerade bemerkt. Wie man vielleicht das gehört hat, dieses... Und ich denke mal, ich suche jetzt erstmal irgendwie die nächste Stadt. Weil hier gibt es auch Städte. Kann man die Karte auch größer machen? Ah, oh, yo. Da ist die nächste Stadt. Da muss ich ja wohl mal dahin laufen, hä? Was sind das denn für coole Dinger? Ah, die sind doch nicht so cool. Lauf, lauf. Renn weg. Renn, Yugari, renn. Hilfe. Das Spiel wurde halt von dem lieben Macher Wally, wie er sich nennt, gemacht. Der heißt in echt irgendwie, was weiß ich, von was weiß ich. Das weiß ich nicht so genau. Gerade. Exterminator, wollen wir mal gucken. Ah, eine Gingsame Coax. Guck mal, was hier machen wird. Ein Wooden Rand plus 1. Okay, das ist unser Dach. Wir haben keine Dinger, um das irgendwie abzugraden. Aber wir können was kochen. Das hielt 200 HP und das 100. Ich glaube, ich werde mal das hier machen. So, jetzt haben wir hier eine Ginseng Soup. Hier haben wir nichts. Battery of Chest. Eine Life Potion. Formeln können wir auch hier lernen. Okay. Naja, ich denke mal, gehen wir hier wieder weg. Ah, wir können schlafen. Was bringt das? Ah, damit heilen wir uns. Okay, dann heilen wir uns jetzt erstmal und legen uns hier in der Gegend rum. Das Spiel hat er halt alleine mit seiner Frau gescriptet. Ist auch ein deutscher Entwickler. Und ihm ist die Idee, soweit ich es gelesen habe, gekommen. Er hat Minecraft gespielt und ihm wurde das irgendwie zu langweilig. Und dann hat er irgendwie dann angefangen, sein eigenes Voxel-Game, wie in der Art halt von Minecraft, zu machen mit RPG-Aspekten. Und weil seine Frau, glaube ich, World of Warcraft spielt, sind die dann irgendwie auf die Idee gekommen, ja, lass uns doch ein Spiel wie Minecraft und World of Warcraft und das zu verbinden. Und das hat er dann halt gemacht und dann ist CubeWorld entstanden. Hat auch jetzt eine riesige Fanbase mittlerweile bekommen. Also richtig, richtig extrem. Viele, viele große YouTuber zocken das auch. Und ich habe mir gedacht, ach, viele machen Minecraft und dann mache ich jetzt einfach mal hier ein fast endlos Game von diesem Game. Hä? Das können wir gerade nicht erstellen. Okay, dann lassen wir das. Hier können wir wieder schlafen. Oh, Sonnenblumen. Können wir auch mal exterminaten hier. There's nothing special, sagt er uns hier. Okay, da ist nichts Besonderes. Was können wir mit diesen Dingern? Können wir die einsammeln? Geil, Pumpkins! Lass mal die ganzen Pumpkins klauen hier. Die wachsen hier doch sowieso nach. Dann können wir ein paar Pumpkins mitnehmen, hä? Dum, 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 dum. Wir klauen jetzt alle Pumpkins! Ich habe keine Ahnung, was man mit denen alles anstellen kann. Und ja. Hier ist jetzt ein Dorf. Mal sehen, was wir hier so machen können. Durala City! Durala City, oder wie das ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Lass uns mal hier reingehen. Ein Inn! Guck mal, hier können wir schlafen. Hier haben wir jemanden zu reden. What the fuck? Ist das laut? Hell Demon are really strong. Ja, geil. Das war jetzt ultra laut. Für euch vielleicht nicht so, aber für mich... Bei mir sind fast die Ohren abgefallen. There's nothing special. Ein Pet! Ah, da hinten ist noch eine Kirche und so. Oh, geil. Was sind das? Ah, Pineapples! Pineapples! Wie geil, Ananas, Ananas ist das, müsste das glaube ich sein.
das richtig in Erinnerung habe. Brechen wir hier einfach mal ein? Hallo? Ist hier jemand? Nein, scheint nicht so, okay. Oh, das Fenster habe ich geöffnet. Gehen hier einfach rein und klauen hier alles. Wie kleine Diebe. Eine Katze! Oh, wie süß! Hallo, Kätzchen! Du bist ja mein süßes Kätzchen! Ja, du bist ja feines süßes Kätzchen! Feines süßes Kätzchen! Ja! Ich hoffe, hier gibt's irgendwann später noch Musik im Spiel. Weil hier ist es irgendwie... Ist hier sehr wenig Musik, muss ich echt ehrlich zugeben. Da vorne, das ist, glaube ich, das, dass man, da steht ein NPC, dass man den Waffen upgraden kann. I'm saving money to buy a hangliver. Oh, okay. Hier ist ein Dummy. Hier können wir Attacken üben. Hui! Und jetzt kommt das hier. Zack, 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 zack. So, ich habe keine Ahnung, was das bringt. Hier haben wir eine Lampe. Gibt's auch ein Inventar? Ah! Hier steht HP, Armor, wie viel Crit wir machen. Hier steht also einiges. Left Ring haben wir, okay. Und einen Golden Ring, einen Iron Lamp haben wir auch. Goldbraketten haben wir, okay, ja. Dann haben wir hier eine Gingling Sue. Ich glaube, die sollte ich mal hier unten auswählen. Als Q. Oder geht das nicht? Hm. Nee, wir wollen hier diese Suppe haben. Die, wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Hier habe ich noch ein paar Items und ein paar Pets haben wir auch. So mache ich das. Mhm. Können wir auch irgendwie skillen? Ich weiß die ganzen Tastenkombinationen gar nicht. A, C. Können wir das machen? B ist Inventory, X ist Spieler. Ah, hier. Fire Mage, Water Mage. Mit Fire Explosion können wir skillen. Pet Master, your pet becomes stronger. Your health of pet is increased by 4.55%. Climbing, swimming, okay. Mana Shield, teleporting, Fire Explosion. Hier, wir können auch irgendwann im Wasser Skills, die uns healen, glaube ich, ne? Water Mage, okay. Auf B können wir das hier. Was war jetzt noch? Auf M. Und auf F1 ist ein Fragezeichen. Ah! Pick up interact. Q use quick items. 1 to 4 sind abilities. Walk free aim. Shift ist halt gehen oder freies aimen. SRG ist climben. Space ist jump, das haben wir auch schon gefunden. Return ist der Chat. Das ist Dodge oder Zoom. Ah, hier können wir so Saltos machen. Dann können wir schneller laufen, ne? Geil. Craften, C, Toolbar, World Map, B, Inventory. Jetzt müssen wir erstmal das Spiel ein bisschen kennenlernen. So, was möchte der denn von uns? Reden wir einfach mal mit dem. Hallo, guten Tag. Do I know you? I don't think so. Können wir nichts mit dem machen? Maybe you know me. Ah, hier, da sieht es aus, als könnten wir irgendwas kaufen. So, dann wollen wir mal hier reingehen. Vielleicht können wir ja irgendeine bessere Waffe oder so upgraden oder kaufen. Hallo! Ah, love nature. Ah, hier, guck, da kannst du Sachen kaufen. Use Silk Shoulder Armor. Das macht zum Beispiel hier 15C. Wir haben gar keinen Zennies. Ich glaube, wir müssen Sachen verkaufen, um das zu bekommen, oder? Ja, hier. Kann man nicht alles gleichzeitig verkaufen? Nee. Okay, dann verkaufen wir das jetzt mal alles hier. Die Pineapples verkaufen wir auch. Boah, ist das laut, ey. Jetzt haben wir schon mal ein Silber, 14 Dingens. Ja, ich muss hier noch einiges einstellen. Hier, Option erstmal die Sound-FX hier. Machen wir mal auf 60%. Musikvolle Pulle. Aber das sollte reichen. So. So, was können wir denn hier kaufen? Genau, dieses Used Silk Shoulder, das kaufen wir uns jetzt erstmal. Haben wir es jetzt gekauft? Ja, Rechtsklick, okay. Power 5, Adapted. Used License Chest Armor. Kostet 22, das ist plus 5. Ich mach das jetzt einfach mal. Wie können wir das jetzt ausrüsten? Was ist das?
Power One, das sind Shoulder. Okay, dann nehmen wir mal die Shoulder. Und das hier ist irgendwie ein Backpack oder so, ne? Eine Chest ist das. Können wir nicht. Wir brauchen Power 5. Ja, wo kriegen wir denn Power 5 hin? Ja. Power 10. Currently habe ich das angelegt. Das können wir aber noch gar nicht. Okay. Dann können wir zurzeit nur das. Battery adapted, adapted. Glove 17, 17. Nee, scheint nicht so der Fall zu sein, dass wir das anlegen können, oder? Hier haben wir noch Gold Barracken. Currently equipped. Ja, wir haben bessere Sachen equipped. Okay, dann war's das mit der Frau hier. Hat die nicht irgendwie noch eine Exterminate? There is nothing special. Wurde irgendwas auf dem Kopf? Da muss was special sein. Wollen wir mal weiter rumgucken hier, was hier so in der Gegend rumläuft. Haben wir vielleicht noch einen anderen Laden, um irgendwie was zu kaufen? Oder vielleicht auch Quests oder so? Hallo. Guten Tag. Hallo. I have seen you before. Are you an adventurer? Yes, I am an adventurer. Adventurer. Ah, hier, da können wir die Dinger kaufen. Für 10 Silber und ein Boot für 10 Silber. Candies können wir kaufen. Formula kommen. Iron Longsword. Bombs können wir kaufen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie man das alles hier macht, ne? So, Formula Iron. Wir sind auf jeden Fall zu schwach, um das zu machen. Aber das hier, wenn wir 10 Silber hätten, könnten wir das jetzt kaufen. Aber das haben wir leider nicht. There is nothing special. Hm. Adventure District. Ich suche immer noch einen Ort, wo man vielleicht eine Quest bekommt oder so. Was ist mit dem denn hier? I love traveling from city to city. Adaption. Bei dem können wir irgendwas... Adaption, okay. Life Potions. Was ist damit? Das geht nicht. Was ist hiermit? Auch nicht. Wir waren hier auf jeden Fall in dem Inventor. Inventor. Hm. Weiß ich nicht, was man bei dem machen kann. Okay. Vielleicht wisst ihr es ja und könnt mir vielleicht helfen. Das wäre vielleicht vom Vorteil, wenn ihr das Spiel auch spielt. Oh, da kann man vielleicht Waffen kaufen. Exterminate. There is nothing special. Das auch nicht. Hier ist ja gar keiner und wir können gar nichts machen hier. Hier ist schon wieder ein Inn. Da sitzt einer. Mit dem wollen wir gleich mal reden. Red hier schon wie so am Wasserfall. Talk. Ah, love sailing. Ah, sieh mal an, hier kann man diese Dinger kaufen, ne? Iron Dagger plus 10. Ja, nee. Power 10, Power 20. Wir haben jetzt Power 1, also können wir uns nichts leisten. Hm. Hier sind noch ein paar Leutchen. Ja, reden wir mal mit dem. Do you know what slimes like to eat? Yellow jellies, of course. Hier ist ein Schaf. Okay, was will die? I like your name. Oh, thanks. I like your name too, but, Lele. Was will der von uns? I love camping. Campo! Stop camping! Da! Ein Magierladen. Lass das schnell reinlaufen. Ich hoffe, das ist ein Magierladen. Ein Trade District. Hello. I'm saving money by a hang cleaver. Identify. Platinum Coins. Kann ich was bei dem abgeben? Nee, scheint nicht so. Mm, there is nothing special. Hm. Okay. Was möchte diese Person von uns? Hallo! I like your style. Oh, danke schön. Ich glaube, wir sollten langsam uns mal auf den Weg machen, irgendwie was suchen, oder? Was möchte der denn? Oh, ich finde diese Stadt einfach geil. The weather is nice. Okay. You saw. Waterfrost. Formulas. Sigtouch, das können wir alles nicht herstellen, schade. Null von 20, das haben wir nicht. Ah, Pineapple Slice, ja okay, dann... Wir haben aber keine Pineapples, hm. Das ist natürlich doof. Ah, und dann brauchen wir noch einen Water Flask. Und einen Water Flask haben wir nicht. Schade, schade, schade. Examinate, there is nothing special, habe ich mir schon gedacht. Hier ist eine Schmiede, hier können wir uns Waffen schmieden. Customize that weapon. So, dann packen wir diese Waffe hier rein. Geht gar nicht. Ah, doch, jetzt geht's.
What? Das geht nicht. Haben wir irgendwelche Steine? Nee, haben wir nicht. Wir können es nicht upgraden, weil wir kein Ding haben. Use an Anvil.